Allen kommen natürlich ohne Linie, sodass jeder auf sein Briefpapier zur Weihnachtszeit die Goldmedaille natürlich in gedruckter Form auf jedes Briefpapier machen kann. Die Medaille kostet einen Haufen Geld und wir haben schon alle 120 daheim. Und darum haben wir jetzt uns mal gedacht, wir machen das mal anders. Aber ich darf trotzdem jetzt die Goldmedaillengewinner einfach nur mal verlesen. Kommen wir mit der Urkunde mit irgendeiner noch, dass wir mit dem Bild rauskommen und da die vorschlagen. Dass jeder die schlechteste, die schönste Urkunde mitnimmt und dann heraus erscheint, dann wir Bilder machen. Wir fangen an mit Max Aumüller, mit dem Nussstollen und dem Bäckerstollen.